ohne diese Satzung zurechtzukommen, sollen wir Bayern genauso diesen Weg beschreiten. Wir haben, seit wir im Landtag sind, noch bei keinem Thema so viel Zustimmung erfahren wie bei diesem Thema, meine Damen und Herren. Es gibt über 100 Bürgerinitiativen mittlerweile, die dieses Thema erledigt sehen wollen. Es gibt den zunehmenden Druck auch auf Kommunalpolitiker, ja, Rechtssicherheit herzustellen. Und es gibt auch den Ruf aus der Kommunalpolitikerschiene, die Rechtssicherheit zu bekommen. Und die bekommen sie nicht. Liebe Kollegen der CSU, mit Ihrem Vorschlag einer Kann-Regelung. Dieser Vorschlag der Kann-Regelung ist ein Ladenhüter, das wissen Sie selber. Sie haben aus der Not geboren dieses Thema auf das Tablett gebracht, weil Ihnen auf die Schnelle nichts Besseres einfiel und weil Sie auf alle Fälle vermeiden wollten, den Freien Wählern zuzustimmen. Aber Sie sind hier auf dem Holzweg, das wissen Sie selbst. Sie haben im Jahr 2016 als Verlautbarung aus Ihrer Fraktion ein Schreiben rausgegeben, in dem Sie gesagt haben, die Kann-Regelung würde nur eine Scheinfreiheit bringen. Die Kann-Regelung würde weiterhin den Großteil der Kommunen zwingen, trotzdem Satzungen anzuwenden, weil es eben Rechtsprechung ist und weil es ja gelebte Rechtspraxis ist, dass Beiträge, die man erheben kann, als erstes herangezogen werden müssen, um Dinge zu finanzieren. Also Sie machen sich hier selber und dem Bürger etwas vor, an das Sie selber am Ende nicht glauben. Und deshalb der Appell an Sie, kommen Sie möglichst schnell zur Vernunft. Erkennen Sie möglichst schnell, dass der richtige Weg die Flucht nach vorne ist, dass der richtige Weg ist, hier einen Tisch zu machen, diese Dinge abzuschaffen, einen vernünftigen Gegenfinanzierungsvorschlag über einen Fördertopf auf den Weg zu bringen. Dann können die Gemeinden hier Anträge auf Förderung stellen. Die, die das nicht wollen, haben jetzt auch keine Satzung angewendet, haben es jetzt aus eigenen Mitteln geschafft. Denen würden wir sogar mehr helfen, als ihnen momentan geholfen ist. Mit ihrer Kann-Regelung ist denen nicht geholfen, weil sie natürlich im Gegenzug argumentieren, wenn du willst, lieber Bürgermeister, dann kannst du ja, mach's doch. Zynischerweise wissen sie aber genau, dass sie ihm damit den schwarzen Peter zuschieben, dass ein Bürgermeister sich damit massiv unter Druck bringen würde, wenn er eine Satzung einführt und anwendet, während es eine Nachbarkommune nicht kann und nicht muss. Und sie dividieren auch reiche und arme Kommunen noch weiter auseinander. Mindestens die armen Kommunen können auf solche Satzungen nicht verzichten. Die werden weiterhin ihre Bürger abkassieren müssen, was am Ende sogar zu einem negativen Standortpunkt kommt, dass die Bürger nicht mehr fragen, nur habe ich schnelles Internet und dergleichen mehr, sondern sie werden bei einer Kauf- oder Bauentscheidung auch darüber nachdenken, ob sie denn nach einigen Jahren, dass sie ihr Häuschen dort haben, vielleicht zur Zahlung eines Straßenausbaubeitrages herangezogen werden und dafür ihre Altersersparnisse aufbrauchen müssen. Dieses Thema ist auf den Tisch gekommen durch unseren Vorstoß. Sie bringen es nicht mehr unter den Tisch. Sie können es nicht mehr wegdiskutieren. Und dass Sie jetzt nervös reagieren, zeigt ja, dass wir hier ins Schwarze getroffen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Thema muss abgeschafft werden. Das ist der einzige Weg. Und ich appelliere an Sie, hier möglichst schnell zum Entschluss zu kommen, hier möglichst schnell zu erkennen, dass wir draußen so nicht weitermachen können, dass Gemeinden mittlerweile ihre Maßnahmen aussetzen und sagen, sie warten mal ab, was am Ende rauskommt, die warten mal ab, was mit ihrer Kann-Vorschrift wird, die warten mal ab, ob sie endlich ja den Schuss gehört haben und sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, schaffen wir es doch ab, wie damals die Studiengebühren, auch damals haben sie sich gewunden wie ein Aal, auch bei der Abschaffung des G8 haben sie sich gewunden wie ein Aal, nur um der Parteiräson zu genügen. Das kann ja nicht sein, dass eine CSU auf Vorschläge der Freien Wähler eingehen müsste. Das ist ja unter ihrer Würde. Ich empfehle es Ihnen trotzdem. Schauen Sie sich unseren Vorschlag an. Machen Sie mit. Schaffen Sie dieses Ding ab.
sonst wird es das Volk tun. Also wir haben heute nochmal diesen Antrag auf den Tisch gelegt. Die Zeit brennt. Über Weihnachten ins Frühjahr hinein muss eine Entscheidung kommen. Wenn Sie das Kreuz dazu hätten, würden Sie für dieses Land gute Politik machen. Wenn Sie weiterhin nur Parteipolitik machen hier, ist es zum Schaden des Landes. Also schaffen Sie das Ding ab. Nehmen Sie Abstand von Ihrer unsinnigen Kann-Formulierung. Schaffen Sie das Ding ab und entlasten Sie die Bürger und Kommunen und bringen Sie die Rechtssicherheit hinein. Das ist mein Weihnachtswunsch an Sie. Und wenn Sie dieses Geschenk nicht annehmen, dann kommt eben im neuen Jahr das Volksbegehren. Vielen Dank.